بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und an alle Nicht-Muslime, die mit offenen Herzen, mit offenen Ohren, mit offenem Verstand, mit offenen Augen die Welt betrachten, möchte ich heute, also für euch möchte ich heute einige Worte loswerden. Und es geht um die Sendung Fakt, die in ARD am Montag um 21:45 ausgestrahlt wurde. Mit Thomas Kausch. Und das Thema war dort unter anderem gewesen, Deutschland lässt Hassprediger einreisen. Da hieß es dann immer wieder, predigen islamische Hardliner in deutschen Moscheen. Die Einreisegenehmigungen für die Hassprediger sind umstritten. CDU-Innenexperte Wolfgang Bostert fordert in Fakt jetzt vehement ein Visa von der Zeit. Es fängt schon gut an. Es fängt schon an mit, lässt Hassprediger einreisen. Für die meisten Menschen ist es kein Grund, einfach mal nachzufragen, sind das denn wirklich Hassprediger? Wo steht auch die Definition, was ein Hassprediger überhaupt sein soll? Ja, das heißt, man muss ja einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Man kann über den Muslim erzählen, was man will. So, dann geht's weiter. Islamistische Hassprediger, also die Sendung ist gelaufen, aber ich lese kurz vor, was hier dazu steht, ja, islamistisch, weil das, was hier steht, in Textform, gibt ungefähr das wieder, was in dem Film auch erwähnt wurde. Islamistische Hassprediger aus dem Ausland nutzen Deutschen als Bühne für ihre Auftritte. Wiederum, es wird Hassprediger erwähnt, ohne einen Beweis zu liefern. Informationen vom Fakt kamen in den vergangenen 2 Jahren mindestens 6 von ihnen in die Bundesrepublik und haben in Moscheen im ganzen Land gepredigt. Im Film machen sie es etwas anders. Da sagen sie, ein halbes Dutzend, sagen sie dort, sind eingereist in den letzten 2 Jahren. Warum sagen sie dort ein halbes Dutzend? Weil das mehr wirkt. Ein halbes Dutzend wirkt mehr als 6. Denn wenn man sagt, innerhalb von 2 Jahren 6 Prediger, angeblich Hassprediger, von denen noch nicht mal bekannt ist, dass sie wirklich Hassprediger sind, wo es einfach nur behauptet wird, dann ist das gar nichts. Wenn wir sagen, in 24 Monaten sind 6 Leute eingereist, die eventuell Hassprediger sein können, das ist gar nichts. Aber hier soll ja vermittelt werden, oh, Deutschland ist in einer großen Gefahr durch die Politiker, die solche Leute einreisen lassen. Ja, damit soll ja wieder die Oma vor dem Herd hergelockt werden. Ja, von Hardlinern geht Gefahr aus. 2 von ihnen sind der Ägypter Abu Ishaq al-Haweni und Sheikh Adil al-Talbani aus Saudi-Arabien. So, das sind also die, von denen Gefahr ausgeht. Welche Gefahr geht denn beispielsweise von Abu Ishaq al-Haweni aus? Dass er gegen Terrorismus ist, dass er den Leuten sagt, wir haben heute eine Zeit, in der wir uns auf Dauer konzentrieren müssen. Davon geht, da geht die Gefahr aus? Wahrscheinlich, weil das Problem an der ganzen Sache ist, dass es hier in dem Film so dargestellt wird, in Verbindung mit den Terrorwarnungen, als wenn diese Leute etwas mit Terrorismus zu tun hätten, wovor natürlich auch die Menschen in Deutschland Angst haben. So, wer wird dann als Beweis geliefert? Als Beweis wird dann eine sogenannte renommierte Islamwissenschaftlerin herangezogen. Ja, die wirkt dann wirklich bei dem Interview etwas, als wenn sie sich gerade einen Joint geraucht hätte. Ja, und sie erzählt dann, dass diese Leute ja ganz offen zum Mord aufrufen. Man kann es ja gar nicht übersehen. Ja, also ich habe es bisher übersehen, deswegen würde ich mal gerne fragen, wo haben denn diese Leute zum Mord aufgerufen, Frau sogenannte Islamwissenschaftlerin? Ja, das heißt, hier wird ganz klar Hetze praktiziert. Dann wird als erstes, also wie gesagt, der Grundtenor ist, hier geht es um Gefahr für Deutschland und warum lassen die Politiker das zu, warum haben sie die Menschen so verraten? Ja, und hier kann ich erstmal nur eins sagen. Als erstes wird am Bilal-Film, erstmal wird ein Schwuler gezeigt, ein Homosexueller, der dann sagt, ja, also es wird dann gesagt, dieser junge Mann, der arme Kerl, der muss in einigen Vierteln in Berlin Angst haben, dort wo die Muslime sind. Dort hat er Angst vor Leuten wie Bilal Phillips. Bilal Phillips war in seinem Leben noch nie in Deutschland gewesen, aber wenn er regelmäßig durch Berlin geht, durch einige Viertel, hat er Angst wegen Bilal Phillips. Was das schon mal für ein Schwachsinn ist, ich meine, das sieht ja jeder, ja. Und dann,
Und dann erzählen sie, bringen sie dann ein Videobeweis von Wilhelm Philipps, wo er erzählt, dass im Islam, und das ist eine umstrittene Meinung, das ist keine, kein Konsens der Gelehrten, dass es für den homosexuellen Geschlechtsverkehr die Todesstrafe gibt. So, ich möchte erstmal eine Sache erwähnen. Das erwähnt Bilal Philipps natürlich für die Nicht-Muslime. Man muss sich nicht darüber freuen. Man muss sich sagen, ach ja, das finde ich ja ganz toll, dass er das gesagt hat. Das ist die eine Sache. Ja. Das heißt, wir können es gerne akzeptieren, wenn der ein oder andere mit Dingen, die der Islam vorschreibt oder die vielleicht sogar umstritten sind im Islam, wenn er damit nicht einverstanden ist. Darüber können wir gerne diskutieren. Aber hier wird so getan, als wenn Bilal Philipps dazu aufruft, Homosexuelle zu töten. Und hier muss man etwas spitzfindig und detailliert an die Sache rangehen. Er ruft nicht dazu auf, irgendjemanden umzubringen, sondern erklärt das Urteil in ihm einen islamischen Staat. Ja. Und es ist ein Unterschied, ob ich sage, dies ist das Urteil, dieses, was der Islam lehrt, oder ob ich sage, jetzt geht auf die Schwulen los. Das heißt, dass ich dazu aufrufe, dieses Urteil anzuwenden. Denn wenn man nämlich andere Vorträge von Bilal Philipps hören würde, oder wenn man ihn genau fragen würde, dann würde er sagen, dass es nicht für jemanden erlaubt ist, Selbstjustiz anzuwenden und in Europa beispielsweise ohne islamische exekutive Gewalt und ohne eine islamische Gerichtsbarkeit dieses Gesetz anzuwenden. Das heißt, prinzipiell besteht überhaupt gar keine Gefahr für die Homosexuellen durch solche Prediger. Im Gegenteil, denn für Bilal Philipps sind Homosexuelle auch ganz normale Menschen, die zum Islam eingeladen werden sollen. Die natürlich eine besondere Art von Sünde haben, denn wie im Islam, wie im Christentum und im Judentum, so ist auch im Islam homosexueller Verkehr eine schwere Sünde. Das dazu. Dann geht's weiter. Dann wird gesagt, Bilal Philipps wollte im Jahre 1999 nach Deutschland kommen, aber da er Angst hatte vor den Homosexuellen und vor der Anzeige, hat er dann diesen Termin abgesagt. Ja, hier wollte ich nur erstmal kurz gesagt haben, für die Helden von der Berliner Schwulenszene, Bilal Philipps hat nicht gegen euch den Termin abgesagt, sondern bei Bilal Philipps hat sich ein Termin überschnitten. Das heißt, man darf hier keine falschen Informationen vermitteln. Aber jetzt fragt man sich natürlich, als Muslim sollte man sich auch fragen, und auch vielleicht als Nicht-Muslim, warum wird so etwas vermittelt? Warum wird vermittelt, dadurch, dass die Berliner Schwulenszene einen Aufstand gemacht hat, ist Bilal Philipps nicht nach Deutschland gekommen. Warum? Warum? Damit die Nicht-Muslime aktiviert werden, mobilisiert werden. Hier, ihr müsst was tun. Wenn ihr was tut, wenn ihr aufsteht, wenn ihr euch gegen die Muslime versammelt, dann könnt ihr etwas verändern. Das ist das, was hier unterschwellig dem Nicht-Muslim vermittelt werden soll. Dann kommen wir zum nächsten, nachdem also gegen Bilal Philipps gehetzt wurde, und übrigens ist hier noch zu erwähnen, dass Bilal Philipps jemand ist, der sich ganz eindeutig und unmissverständlich gegen Terroranschläge ausgesprochen hat und der sogar im englischsprachigen Raum von denen, die den Terrorismus befürworten, als Verräter dargestellt wird. Das wollte ich nur mal kurz hier erwähnt werden. Nun kommt das zu objektiver Berichterstattung. Ja? Dann kommen wir zu Mohammed Arif. Da wird dann erzählt, dieser böse Mann aus Saudi-Arabien, kommt aber eigentlich aus Kuwait, soweit ich weiß, aber ich weiß es nicht genau, es wird behauptet, er habe dazu aufgerufen, Frauen zu schlagen. Tatsache ist aber, also soll einem eingeredet werden, er wollte Ratschläge geben, wie man die Frau so schlägt, dass man die Verletzungen nicht sieht. So, das soll also hier behauptet werden, was eine Lüge ist. Ja? Erstens frage ich, warum hat man nicht die ganze Antwort von ihm gezeigt? Wahrscheinlich, weil man dann sieht, dass die ganze Antwort dann eine ganz andere Würze bekommt, mit der man dann nicht mehr hetzen kann. Denn er wird gefragt nach der Stelle im Koran, Sura 4, Vers 34. Ja, wenn man also von der Frau Widerspinstigkeit fürchtet, dass man sie zuerst ermahnen soll, das Bett meiden soll und dann schlagen soll. Er wird gefragt.
was ist mit dem Vers, was ist die Interpretation von dem Vers? Ja, das ist hilfreich. Natürlich, wir können es verstehen, dem einen oder anderen gefällt das nicht, wir sind zur Kritik gerne offen, aber man darf keine Tatsachen verdrehen. Daraufhin antwortet er sinngemäß, ja, dass diese Stelle es nicht erlaubt, ja, dass man eine Frau verletzen darf, sondern oder feste schlagen darf, sondern dass damit lediglich leichte Schläge gemeint sind, die nicht ins Gesicht gehen, die keinerlei Blessuren hinterlassen, keinerlei Verletzungen hinterlassen. Und dass derjenige, der seine Frau verletzt, eine Sünde begeht. Des Weiteren betont der Scheich, dass man sich ein Beispiel am Propheten Mohammed nehmen soll, der seine Frau niemals schlug. Also warum wurde nicht die ganze Antwort gezeigt? Weil hier ist kein Aufruf zum Schlagen, die fälschlicherweise von Fakt behauptet wird, weil man sollte sie nicht Fakt, sondern lieber Lüge nennen, sondern hier wird erklärt, was mit dem Vers gemeint ist, und er interpretiert den Vers dahingehend, dass er dazu kommt, die Männer dazu aufzufordern, die Frauen nicht zu schlagen, also sich ein Vorbild an den Propheten zu nehmen. Dann bleibt noch die Frage zu klären, weil hier ja versucht wird, den Menschen einzureden, dass diese Leute für Terrorismus seien. Ja, wo Mohammed Arifi jemals die Terroranschläge, wie zum Beispiel am 11. September, verteidigte, geschweige denn dazu aufrief. Dann kommt natürlich die sogenannte Islamwissenschaftler und meint, dass diese Leute in ihren Heimatländern derartige Gewalt legitimieren. Aha, hier, damit kann man natürlich wieder den ignoranten Menschen, der sowieso die Wahrheit nicht wissen will, wieder für blöd verkaufen. Denn in Ländern wie Saudi-Arabien ist das Aufrufen zu Terroranschlägen, führt einen ungefähr 15 Jahre in den Knast rein. Und das Aufrufen in Ägypten, da geht man direkt in den Knast. Oder in Kuwait oder in anderen Ländern. In diesen Ländern, wenn dort man zu Terroranschlägen aufruft, kann er sich sofort verabschieden. Das heißt, hier wird man wieder schön für blöd verkauft. Und wie kann dann ein Mohammed Arifi von Land zu Land und von Stadt zu Stadt gehen? So. Und das nur dazu. Das heißt, hier wird wieder gehetzt. Dasselbe gilt auch für den Herrn Kalbani. Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Aber eins ist sicher. Fakt bleibt wieder mit Sicherheit Beweise schuldig, wo sie zeigen, dass er zu Terror aufruft. Ja. Die sogenannte Islamwissenschaftlerin meint ja, dass die Aufrufe zum Mord bei den genannten Personen gar nicht zu übersehen seien. Also ich habe sie bisher zumindest übersehen. Aber vielleicht liegt das auch daran, weil diese sogenannte Islamwissenschaftlerin eine fundamentalistische Christin ist. Ja, die so versucht, ihre Politik zu machen, die Leute vom Islam wegzubringen. Vielleicht liegt das ja daran. Dann sagt sie, bei wem das ganz sicher der Fall ist, dass er zum Terrorismus aufruft, ist Abu Ishaq al-Hawini. Ja, erstens, und der nach Deutschland gekommen sei, ja, um hier zum Terror zu rufen. Erstens, Abu Ishaq al-Hawini ist nach Deutschland gekommen, weil er sehr krank war und ist. Aber als es ihm dann besser ging, hat er 3 Vorträge gemacht, und zwar in Dortmund, Berlin und München. Und man kann ja mal auf YouTube sich einfach die Vorträge angucken, mit deutscher Übersetzung. Und wenn man dort Hetze findet, dann sind wir gerne bereit, 100 Euro pro Hetze zu bezahlen. Und außerdem hat er niemals zu Terroranschlägen aufgerufen. Ich habe gerade mit dem Sheikh Abu Ishaq al-Hawini geredet, der gesagt hat, dass das alles eine Lüge ist. Und er hat gesagt, ich solle doch die Leute einfach mal fragen, ja, wie es sein kann, dass es für ihn möglich ist, ganz offiziell nach Katar, nach Kuwait, nach Saudi-Arabien und in andere Länder zu reisen und in Ägypten sich frei zu bewegen, frei Vorträge zu machen, wenn er jemand ist, der zum Terrorismus ruft. Das heißt, jemand, der so etwas behauptet, kann nur jemand sein, der vollkommen, das sind jetzt meine Worte, bescheuert in der Birne ist. Und die Internetseite von Abu Ishaq al-Hawini, alhawini.org, gibt es auf Arabisch und gibt es auf Englisch. Und man kann sich die Seite gerne angucken. Auch auf YouTube gibt es seine Vorträge und auf Facebook. Und man kann ja mal gerne gucken, wo dieser Mensch zum Terrorismus aufruft. Sondern im Gegenteil. Im Gegenteil, als er auch nach Ägypten zurückkam, und wurde im Kanal Hikma TV gefragt, nach Deutschland, dann hat er dort gesagt, dass er im Krankenhaus und so weiter sehr gut behandelt worden ist und dass es bei den Menschen, dass die Menschen in Deutschland ehrlich sind und nett waren. Das hat er dort gesagt. Aber was wird hier in Fakt behauptet? Ganz andere Dinge. Dann wird ein Habib Omar, von einem Habib Omar geredet aus dem Jemen.
der in seiner Schule in Jemen erzählt hat, was es mit Sklaverei zu tun hat. So. Erstmal, worum geht es hier genau? Was hat er genau gemacht? Der Islam ist keine Religion, die zur Sklaverei aufruft. Aber der Islam, wie auch das Christentum oder das Judentum, hat die Sklaverei nicht abgeschafft. Und wenn man heute ein Fiqh-Buch von früher durchgeht, das heißt über die islamischen Regeln, dann gibt es dort auch die Regeln der Sklaverei. Und jemand, der Islamwissenschaft studiert, der studiert auch diese Themen, auch wenn sie heute nicht mehr zur Anwendung kommen. Denn der Islam hat zwar nicht die Sklaverei verboten, aber er hat die Lage der Sklaven so verbessert, dass viele gar nicht aus ihrer Sklaverei rausgehen wollten. Und er hat die Lage der Sklaven auch dahingehend verbessert, dass der Islam dazu aufruft, die Sklaven zu befreien. Wie gesagt, wie Jesus, man soll mir ein Vers zeigen, wo Jesus gesagt hat, schafft die Sklaverei ab. Gibt es nicht. Ja, aber wie gesagt, der Islam kann ganz ohne weiteres, ohne Sklaverei leben, weil es gar keinen Befehl dazu gibt. So. Dann wurde als letztes, wer war noch da gewesen? Ich muss mal kurz gucken. Ja, das war's eigentlich. So, jetzt muss man sagen, am Ende zeigen sie dann noch einen Prediger, der nach Deutschland gekommen ist, der dann angezeigt wurde von jemandem, den sie nicht ausgestrahlt haben, von einem Ali Azarai, der dann nicht mal auf Deutsch antworten kann, apropos Integration, ein fundamentalistischer Schiite, ein Anhänger des iranischen Regimes und von Hezbollah, der in Bonn dort steht und sagt, oh, diese Leute, die sind alle gefährlich, das sind alles ganz gefährliche Islamisten und redet dann dort auf Arabisch. Und natürlich macht er Anzeigen gegen diese Prediger und erzählt Lügen, weil er weiß, dass diese Prediger sagen, dass das Schiitentum eine Abirrung im Islam ist. Das heißt, und das müssen endlich auch viele Deutsche kapieren, ja, oder viele Nicht-Muslime in Deutschland kapieren, dass es viele Heuchler gibt von verschiedenen muslimischen Gruppen, die versuchen, sich als die ganz Lieben darzustellen, indem sie dann sagen, ja, guck mal, die Bösen, das sind die Terroristen. Ja, da gibt es sehr viele von, wie zum Beispiel dieser Ali, der hier pure Lügen erzählt. Und was er gemacht hat, und er sagt, diese Leute rufen zum Töten auf. Ja, was er gemacht hat, er hat, als der Sheikh Jibril im Sterben lag, hier in Deutschland im Krankenhaus, dem Sheikh Ibn Jibril, der ist gestorben hier in Deutschland, da hat er eine Anzeige gegen ihn gemacht, damit er aus Deutschland entfernt wird. Das heißt, damit dieser Mensch stirbt. Ja, das zu diesen ganz netten Leuten. Und solche Leute, das heißt Christen, die gegen den Islam herziehen, um für ihre eigene Religion zu werben, und Schiiten, ja, Freunde des iranischen Regimes, Freunde von Hezbollah, das sind die Leute, mit denen der Fernsehsender ARD, MDR, Fakt zusammenarbeitet, um gegen Prediger zu hetzen, die ganz eindeutig gegen Terrorismus reden. Und ich sage nochmal, man muss nicht mit allem einverstanden sein, was die entsprechenden Prediger erzählt haben oder was ich erzählt habe, was jemand anderes erzählt. Aber man muss fair sein und nicht das ganze Land in Angst und Schrecken befördern. Wie gesagt, das ist meine Botschaft von heute. Noch an die Muslime eine kleine Botschaft. Erstmal an die Nicht-Muslime. Glaubt diesen Medien nicht, wenn ihr euch über Islam informieren wollt. Es gibt genügend authentische Literatur. Der Koran ist vorhanden, die Sunna ist vorhanden. Bei uns gibt es genügend Bücher, die erhältlich sind, auch beim EZB-Verlag. Dann auf unserer Seite pierrevogel.de. Es gibt so viele Vorträge, die ihr euch angucken könnt. Insbesondere unter Videokategorien, die Videos für Nicht-Muslime. Und für die Muslime sage ich, liebe Brüder und Schwestern, es sieht so aus, dass die Zeiten schwerer werden. Und wir müssen darauf vorbereitet sein. Und deswegen sage ich euch, ladet die ganzen Videos, die wir gemacht haben, insbesondere für die großen Vorträge runter, ja, die ich gemacht habe, von pierrevogel.de, und brennt sie auf DVDs und verteilt sie und behaltet sie bei euch. Und dann macht Sitzungen bei euch zu Hause. Das heißt, was ihr machen müsst, ist, ihr ladet zum Beispiel Brüder und Schwestern ein und schaut euch einen Vortrag an und diskutiert danach darüber. Das sind meine Worte.
Ich danke Allah, dass er uns die Kraft gegeben hat, über diese Sachen zu reden und dass er uns die Kraft gegeben hat, die Hetze zu widerlegen. Akulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.